Willkommen zurück, meine lieben Freunde. In der letzten Folge, da haben wir, wie soll ich sagen, haben wir Hans persönlich, Mr. Hans persönlich getroffen und haben als Dankeschön einen Bauplan von dem Gebäude, wo wir gleich rein müssen, bekommen mit ein paar Schwachstellen und was eigentlich alles gut dazugehört. Haben von Alex, ja, ihre Waffe bekommen. Ihre wunderschöne Waffe, können wir die hier nochmal sehen? Da ist sie von ihr, haben wir die Waffe bekommen. Und unser Underdog Special Agent Reed hat uns ein paar Geschichten von dem damaligen Auftrag, von der Mission, die die da damals hatten, erzählt. Und sind schon krasse Sachen rausgekommen, alleine was auch Sunbird betrifft. Was jetzt die Präsidentin Myers da noch, wie soll ich sagen, mit all dem zu tun hat, das interessiert mich auch noch. Ich hoffe, das werden wir im Laufe der Story noch erfahren. Werden wir bestimmt. Und bin auch froh, dass unser Special Agent Underdog Reed tatsächlich wirklich so ein richtiger krasser Ehrenmann ist. Also ich mag seinen Charakter hier. Ja, ich sag euch ehrlich. Finde ich ganz nice. Hoffe auf jeden Fall nicht, dass wir irgendwie eine Möglichkeit oder eine Auswahl bekommen, ihn zu töten oder so. Ich würde ihn auf jeden Fall am Leben lassen. Das sage ich dir. Oder sage ich euch, so wie es ist. Und jetzt, meine lieben Freunde, geht es, glaube ich, ja, zum Finale des DLCs. Wenn ihr mich unterstützen wollt auf kostenloser Ehrenbruder-Basis, ja, lasst gerne ein Abo da, kommentiert und bewertet dieses Video, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Das war es wieder Eigenwerbung und ich sage gerne auch, Eigenwerbung stinkt. Also es kann jetzt eigentlich nur richtig geil werden. Hoffe ich. Bei mir ist es meistens immer so, dass wenn sich eine Story zum Ende neigt, ich danach dann immer so ein bisschen nicht traurig, aber so finde es halt immer ein bisschen blöd, ja, dass man das dann doch eigentlich zügig durchgespielt hat, obwohl ich gerne noch ein bisschen mehr gespielt hätte. Aber nichts ist für die Ewigkeit. So, wir werden unser Fahrzeug mal hier parken. Einfach mal so richtig auf blöd. Schauen uns hier nochmal ganz kurz um. Hier geht es rein. Ah, ins Black Seraphise. Ach komm, Sapphire. Genau. Ins Black Sapphire. So heißt es hier. So, wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir hier runter? Einfach so random. Scheint so. Musik wird auf jeden Fall schon spannend. Was für ein Saustall. Willst du nichts mehr sagen, Johnny? Reed, hörst du mich? Bin jetzt im Gang. Laut und deutlich. Bin auch in Position. Okay. Reed ist auf Position. Ich bin sozusagen auf Position. Was jetzt Alex macht, weiß ich nicht. Weil im Endeffekt hängt die Mission ja, glaube ich, nur an mir und Reed. So, zieh den Taucheranzug an, bevor du tauchst. Okay. Rucksack. Das ist der nicht. Das ist er auch nicht. Ja, wo finden wir den denn? Weil mitgenommen haben wir den da. Den haben wir jetzt angezogen. Perfekt, easy. Dann geht's jetzt los.
Unter Wasser kannst du mit die Richtung. Gut, such einen Weg zur anderen Seite. Ich erkunde bis dahin die Gegend ums Hotel. Hansen hat bestimmt die Tunnel fluten lassen. Haben wahrscheinlich nicht genug Leute, um alle Eingänge zu bewachen. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass es hier vielleicht so Unterwasserminen gibt. Ja. Siehst du? Das habe ich mir nämlich fast gedacht, weil ich hätte es nämlich auch so tatsächlich gemacht. Bevor ich hier alles flute. Ich habe eine Lücke in ihrer Abwehr gefunden. Sollte gleich drin sein. Out. Hätte ich auch ein, zwei Minen hier versteckt. Ich dachte schon, wir kriegen das dort nicht auf. Sehe ich irgendwo, wie viel... Dass ich keine Platzangst habe. Sehen wir vielleicht hier irgendwo, wie viel Sauerstoff ich habe? Nein, sehen wir nicht, ne? So. Ja, guck mal, hier haben wir wieder so ein rotes Seil, was uns, glaube ich, den Weg wieder führt oder zeigt. Was haben wir hier? Können wir das irgendwie scannen oder sind wir zu weit weg? Ja, ich glaube, wir sind zu weit weg. Nicht, dass wir hier irgendwo wieder eine Mine haben. Ich habe jetzt die Patrouillenrouten im Kopf. Kann mir ungesehen einen Weg bahnen. Da haben wir eine. Okay. Also das rote Kabel da unten hat uns nicht den Weg geführt. Hätte ja sein können. Aber hier müssen wir definitiv lang. Hier weist uns ein rotes Kabel den Weg. So, ich bin ein Fan tatsächlich von so Unterwasser... Mission oder so Level, ja. Ah, okay. Ich glaube, wir sind endlich angekommen. Was haben wir hier? No. Was ist das denn hier eigentlich? Ich nehme das einfach mal immer mit, um zu gucken, ob wir das hier gebrauchen können. Muss ich hier irgendwas machen? Auf jeden Fall müssen wir weiter tiefer. Alles klar. Hier geht es nämlich wieder weiter runter. Ein bisschen Abstand halten hier von den Stromkabels. Das sieht aus, als ob hier alles voll mit Sprengstoff ist, ne? Was haben wir hier? Haben wir was Gutes drin? Nein, das haben wir nicht. Okay. Finde eine Möglichkeit weiterzukommen. Kann ich hier rauf? Nope. Das sieht dann noch aus, als ob wir da hochkommen könnten. Ja, bitte tiefer, danke. So. Da haben wir ein Terminal auf jeden Fall. Das muss gehackt werden mit Sicherheit. Und ich mit meinen Hackkünsten hier. Nein, okay. So geht's weiter. So.
Na, so schwer ist es ja du dann auch nicht, den Weg hier zu finden. Okay, bin am Außenposten vorbei. Nähere mich dem Lagerhaustor. Okay. Und wir werden hier ganz easy dran springen. Heppa! So, da geht's weiter. Und nochmal Heppa. Bist du sicher, dass es im System ist? Dann ist es nämlich gestohlen. Scheiße, oder ich bin blind. Such weiter. Der Scheiß steht eindeutig auf meiner Liste. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall leise sein. Hey, noch da? Klar. Bin am Tor zum Lagerhaus. Du musst das Gebiet sichern und das Tor von innen öffnen. Die Waffe ist stark. Damn, die Waffe ist wirklich stark. Wo bist du, Reed? Ja, wo ist Reed? Es wird auf jeden Fall nicht einfach hier zu sein. Nächstes Gerät. Aber das muss geliefert werden, Joom. Aber nicht hier. Nur für VIPs, okay? Die Lieferung. Also, irgendwas von Interesse gesehen? Sehe ich aus wie der verfickte Hotelrezeptionist? So, hast du unsere Steuer kassiert? Na klar. Ah, da bist du ja. Ja, dann macht das schön still und heimlich, ne? Wie sieht's aus? Ein Tor. Zwei Wachen. Um die kümmere ich mich. Mach mir nur das Tor auf. Ui. Ja, komm, dann machen wir doch einfach mal hier so einfaches Dingen. Wir haben hier 55 und C1. Okay. 1C. Und was noch? Scheiße, C1 und 55 und E9. Scheiße, wo haben wir E9? Nicht hier in der Spalte. Kacke, verkackt. Bitte schön. Okay. Ich hab hier schon Muffensausen gekriegt, ey. Okay, hab Zugang zum Aufzug und fahr nach oben. Mach auch los. Wir sehen uns dort. Verstanden. Der ist ja einfach der Killer hier. Das müssen wir überprüfen. Muss hier irgendwo sein. Siehst du das? Krass, ja, die Waffe ist echt einfach nur geil. Aufgepasst. Wir sind jetzt in der Wolfshöhle. Hast du Angst vor ihm? Den NUSA und Night City mehrfach den Mittelfinger gezeigt. Dafür sollte er schon seit Jahren tot sein. Stattdessen gehört ihm ein ganzer Bezirk. Also hast du Angst? Das ist Hansons Revier. Er hat hier die Oberhand. Das ist einfach eine Tatsache. Geht mir deshalb der Arsch auf Grundeis? Bestimmt nicht. Aber dann würde ich mal sagen... Ich suche einen Ort, von dem aus du mich sehen kannst. Neutralisiere alle Bedrohungen. Ab jetzt ruhig. Na, da würde ich ja sagen, dann sind wir doch mal Zeit. Sind wir doch mal an der Zeit, den Mittelfinger zu zeigen, oder? Was sagt ihr?
hab den Scharfschützen erledigt. Okay. Bin bei seinem Nest. Perfekte Sicht. Ich sehe alles. Gib mir Deckung. Du bist in bester Jagdposition. Neuer Benutzer entdeckt. Kalibrierung läuft. Ich muss dich erstmal finden. Inaktiv. Bin in Position. Siehst du mich? Nein. Bis jetzt sehe ich dich tatsächlich noch nicht. Reed, gib mir eine Sekunde. Ich sollte zu deiner Rechten sein. Siehst du mich? Da. Ja, ich sehe dich. Hab dich. Und was jetzt? Wir machen das schön still und leise, klar. Wenn du Wachen vor mir siehst, gib mir Bescheid. Keine Sorge, Boss. Zur Not hat das Gewehr einen Schalldämpfer. Ich sehe mich besser um. Finde mit Hilfe deiner Kiroshi den Treffpunkt. Suche mit deinem Scanner nach potenziellen Gefahren. Mine, gleich um die Ecke. Gut gesehen. Wäre mir nicht aufgefallen. Ja. Da sind einige Wachen auf dem Weg vor dir. Verstanden. Wir erledigen sie nacheinander. Müssen nicht wissen, dass wir hier waren. So, was haben wir hier noch? Viele Kameras. Sollte Zugriff haben, sobald das Scharfschützennest kalibriert ist. Gut, die könnten nützlich sein. So, nochmal finde mit Mikoshi, mit Hilfe deiner Mikoshi. Ich sehe einen Haufen Container. Über die könnte ich zu dir kommen. Ja, ich sehe sie auch. Ich baue dir eine Brücke. In der Nähe ist ein Wartungsaufzug. Mit dem fahren wir hoch. Aber erstmal muss ich hinkommen. Gib mir Deckung. Kalibrierung abgeschlossen. Feuermodus aktiviert. Vergiss nicht, der Gang ist vermint. Sonst ist die Luft rein. Verstanden. Ich gehe weiter. Ja, ich hab dich auf jeden Fall im Blick, Reed. Eine Tsunami zu Shigumo kann ich auf Verbündet stellen. Mine entschärft. Easy. Ich sehe nichts. Ist um die Ecke irgendwas? Kann ich weiter? Ausgeschaltet. Sehr gut. Weiter geht's. Mit dem Überwachungssystem verbunden. Ich brauche Hilfe. Du nimmst die Wache links und ich die hinter der Wand. Ja, auf dein Kommando. Freie Schussbahn. Auf mein Signal. 3, 2, 1.
Schlüssel im Skelett von der Zwiebel. Achtung. Keine Ahnung. Beim Skelett musst du erschalten, wenn du ihn aufschließt. Ich gehe in Deckung. Feindkontakt! Wir wurden gesehen. Müssen uns durchkämpfen. Also das war jetzt aber nicht meine Schuld, das war jetzt die Schuld aber von Reed, weil der gesehen wurde. Reed ist bei 97% Leben. Ja, da wird bestimmt noch mehr kommen. Was macht denn Reed? Der bleibt doch mal in Deckung. Behalte mich immer gut im Visier. Unterstützung, sofort. Ich bin schon dabei. Ich gehe rüber zur Brücke. Kann ich das Ding mitnehmen? Scheint wohl so. Ich lasse jetzt die Brücke los. Ja, ich bin drüben. Wir haben das wie zwei Anfänger versaut. Aber jetzt ist es eh zu spät. Komm mit zum Aufzug. Das ist aber nicht meine Schuld, Bro. Ich hab dir rechtzeitig Bescheid gesagt. Fast geschafft, wie? Na endlich. Du siehst ein bisschen blass aus. Kleines Déjà-vu. Anderer Aufzug, anderes Hotel. Die Sache ist nicht gut gelaufen? Wie kommst du darauf? Teil meines Jobs, sowas zu bemerken. Auf wie vielen Missionen warst du? Ungefähr. Deutlich mehr als dein Alter in Jahren. Aber jetzt überfallen wir die Party eines ruchlosen Diktators, dem wir seinen wertvollsten Besitz klauen wollen. Zeit zum Umziehen. Zieh deine neuen Klamotten an und üb dich im Lächeln. Zeit für die Party. Das sieht ja mal gar nicht so schlecht aus, hier der Wie. Wir sind soweit. Der Reed sieht ja mal voll geil aus. Eins muss ich Hansen lassen. Die Party hat was. Klotzen, nicht kleckern. Zu meiner Zeit gab's sowas nicht. Und jetzt geht er rüber und hilft mir auf die Sprünge. Hab vergessen, wie echter Champagner schmeckt. Verwundete oder Tote?
Ja, verstanden, werde ich. 4 und 7 wechseln sofort den Posten. Out. Ich bin an der Bar, falls du mich brauchst. Also ich werde mich, glaube ich, auch an der Bar kurz mal hinsetzen. Das sieht schon krass hier aus. Willkommen. Darf ich Ihnen Champagner anbieten? Ja, gerne. Sag ich nicht nein. Für dich, Johnny. Einen angenehmen Abend noch. Danke ebenfalls. Da muss man noch mal ein bisschen hier kurz um, bevor wir hier direkt zu dir gehen. Hm, na, wer bist du denn? Kann mit dir reden? Nein? Dann nicht. Kann ich nur ein bisschen Champagner schlürfen? Oder ein Whisky? Du weißt, was ich brauche, Kollege? Easy. Salud, amigo. Na, здоровье. Weiß ich zu schätzen. Danke. Okay. Jetzt geht's los, meine Freunde. Was jetzt? Ich weiß auch nicht mehr als du. Wir sollten herkommen. Entweder trifft sie uns, oder sie hat was für uns versteckt. Und du? Was machst du? Ich glaube, das ist eine geile Party hier. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Zu meiner Rechten, in der Nische hinter der Treppe. Der Typ in Uniform, der aussieht, als käme er direkt vom Schießstand. Ihm gehört das Black Sapphire, Mr. Dogtown höchstpersönlich. Kurt Hansen. Und offenbar gut Freund mit dem NCPD-Commissioner. In seinen Durchsagen wettert er über die Polizei. Aber das ist nur Show. Hinter verschlossenen Türen steigt er nur zu gern mit den NCPD-Oberbullen ins Bett. Halt dich fern von ihm. Keine Konfrontation. Aber bleib sichtbar, damit Songbird auch die Chance hat, uns zu finden. Ich hol mir einen Drink und sehe mich um. Bleib dran. Alles klar. Heißt also... Pass auf, dass du niemanden bedrängst. Möchten Sie etwas trinken? Also tu so, als hättest du Spaß. Ja, heißt also, wir werden uns weiter amüsieren. Ich suche nach einer Freundin, die mich hier treffen wollte. Okay. Hat deine Freundin einen Namen? Samsung. Koreaner. Um die 30. Hab sie vielleicht gesehen. Du weißt auch wieder, was ich brauche. Ohne was zu sagen. Okay. Easy, die Pulle verschwindet einfach. Ja, Prost. Danke. Kann er jetzt hier nicht zu jedem hier hingehen und mir was zu trinken bestellen? Genießen wir mal die Aussicht hier oben. Es geht nicht darum, was für Papiere du hast. Du musst Hansens Sprache sprechen. Du meinst, ein paar Militärslogans bringen Hansen dazu, 10% des Bezirks zu revitalisieren? Das meine ich nicht. Man muss ihm seine zu erwartenden Profite und Verluste zeigen. Ganz eindeutig, ohne Schönfärberei. Und du denkst, ich betreibe Schönfärberei? Du hast deinen Vertrag mit Night City abgeschlossen. Prima. Überlass aber Hansen mir. Nimm's mir nicht übel, aber du würdest das nur versauen. Ja, noch ein Champagner nehme ich mir auf jeden Fall. Vielen Dank. Auf Hansens Kosten besaufen und dann den Teppich vollkotzen? Wo bist du? Ich hab ihn gar nicht gesehen. Ah, ich bin schon gut betrunken.
Ich würde gerne noch ein Glas nehmen. Nur für den Geschmack so. Weiß ich zu schätzen. Danke. Gleich ist Mission fehlgeschlagen. Weil ich zu besoffen bin. Ja, sie könnte sich eigentlich schon mal melden. Gefangen sieht sie mir aber nicht aus. Wie? Gut, dass du hier bist. Du bist überrascht. Liegt's an der Frisur? Ist überhaupt noch ein Mensch? Party, schickes Kleid, Champagner. Sieht nicht aus wie eine Gefangene. Ein goldener Käfig, wie er im Buche steht. Ich kann nie nach draußen. Es ist so schön, dich zu sehen, wie. Wüsste nicht, was ich ohne dich machen soll. Schön, dich endlich mal persönlich zu treffen. Unser letztes Gespräch endete dramatisch. Der, Runner, dein Freund, der uns letztes Mal verbunden hat. Ich habe ihn umgebracht, oder? Ich würde eher sagen, das waren wir beide. Wir hatten wohl nur Glück. Ich hatte keine Zeit, alles zu erklären. Soul, ich habe so viele Fehler gemacht. Ist schon gut, Song. Nicht deine Schuld, sondern voll und ganz unsere. Eure? Meyers und meine. Ich weiß, wozu sie dich gedrängt, gezwungen hat. Und ich war nicht da, um sie aufzuhalten. Leute, wir haben echt keine Zeit für diesen Kram. Stimmt. Wir müssen dich herausholen. Das ist nicht möglich. Doch, ist es. Wir können hier raus. Das meine ich nicht. Ich sterbe so. Wie? Hansen hat das Gegenmittel. Wenn wir abhauen, sterben wir beide. Der Relic bringt Vi um. Die Blackwall, mich. Ich kann nicht weg. Du hast einen Plan. Das höre ich doch. Ja. Einen, den ich ohne Hilfe nicht umsetzen kann. Hansen besitzt irgendeine Tech aus einem Bunker in Dogtown. Tech, die mich und Vi heilen kann. Wir müssen sie klauen. Aber das geht nur, wenn ich hier bleibe. Die Gefangene spiele. Sumi, scheiße. Wir warten auf unsere Chance und schlagen zu. Ich bleibe hier und melde mich, wenn die Zeit reif ist. Sobald ich die Tech hab, hau ich ab. Mit dir ist es nie einfach, oder? Ah, Sumi. Willst du mir deine Freunde nicht vorstellen? Es kommt nicht oft vor, dass ich die Gäste auf meiner eigenen Party nicht kenne. Und ich vergesse nie ein Gesicht.
Kurt Hansen. Ich bin V. Einfach V. Hab's du mich ewig nicht gesehen. Wir reden über früher. Ah, so ist das also. Für mich gehen Wiedersehen oft mit gebrochenen Herzen einher. Oder Zähnen. So oder so. Beides sehr schmerzhaft. Nun gut. Ich muss dich entführen, meine Liebe. Dich wollen ein paar NC-Politiker kennenlernen. Und wenn wir möchten, dass die hungrigen Ratten aus Dogtown wegbleiben, müssen wir sie gelegentlich füttern. Ich gehöre ganz dir, Kurt. Bis gleich wie. Ha, es hat geklappt. Unser Link hat sich wieder aufgebaut, als ich dich berührt habe. Interessant. Ich muss das verarbeiten. Ich brauche einen Drink. Ich bin unten. Pass auf, Lee. Ich werde dir alles erklären. Was soll das, Song? Ich kenne nicht viele Gefangene, die im Cocktailkleidchen auf Partys abhängen. Und dann der übertrieben freundliche Umgangston mit einem Kidnapper? Das ist Tarnung, Lee. Ich tue, was ich muss, um zu überleben. Und um zu kriegen, was ich will. Hansens Angeberei ist ein kleiner Preis. Wie ich... Ich kann jetzt nicht alles bis ins Detail erklären. Aber ich brauche wirklich deine Hilfe. Alles, was ich will, ist unsere Heilung. Das wollte ich die ganze Zeit. Das gefällt mir so ganz und gar nicht. Mir auch nicht. Glaub mir. Ganz ehrlich... Es sieht für uns alle drei beschissen aus. Das Heilmittel. Wie kommen wir ran? Wir brauchen die Neuralmatrix. Geheimtech, die KIs von hinter der Blackwall benutzt. Die Matrix liegt auf einem Mainframe, den Hansen im Bunker gefunden hat. Der Mainframe ist gesichert. Und Hansen hat keinen Zugriff. Warte, wozu die Eile? Ich rede zwar mit dir, aber ich bin immer noch bei Hansen. Ich muss die gefügige Gefangene spielen, sonst verdächtigt er mich sofort. Raus damit. Gibt's einen Plan? Hansen braucht mich und zwei Runner, die früher mit der Tech gearbeitet haben. Sie haben Zugriffscodes, die sie ihm verkaufen würden. Normaler Schwarzmarktkram halt. Sie sorgen für den Zugriff und ich weiß, wie wir Matrix und Daten aus dem Mainframe ziehen. Wir sollen zusammenarbeiten. Das ist unsere Chance. Du klaust die Zugriffscodes und lässt die Runner verschwinden. Dann gebt ihr euch als die beiden aus und trefft Hansen. Bei der Gelegenheit schnappen wir ihm die Matrix unter der Nase weg. Wie soll das gehen? Wie sollen wir uns als die Runner ausgeben? Tech für Persönlichkeitsdiebstahl. Alex und Reed kennen sich gut damit aus. Sie werden es dir erklären. Dass uns ausgerechnet die beiden helfen, hätte ich nie gedacht. Dieser Job, diese ganze Sache mit Hansen, das passt doch alles vorne und hinten nicht. Du verschweigst mir irgendwas. Ich kann dir jetzt nicht alle Details geben, Vee. Bitte, wir brauchen die Matrix. Konzentrier dich auf die Runner. Die sind hier, unten. Rothaarige Zwillinge, beide mit mehr Eis als in der Antarktis. Deine Kiroshi-Scans werden durchdrehen. Du willst mich loswerden? Das Champagnerglas da drüben. Dort warten Infos auf dich. Bring sie Reed. Die braucht ihr später. Ich muss jetzt los, Vee. Ich zähle auf dich. Songbird? Und weg ist sie. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Also ich, okay. Ich glaube halt nicht das, was sie sagt momentan. Ja.
Egal. Gehen wir zu Reed. Freund hat besondere Bedürfnisse. Er versucht, seine Sorgen zu ertränken. Ich habe über den Relic mit Songbird gesprochen. Das geht wieder. Mhm. Alles okay, Reed? Ja, muss das nur kurz verarbeiten. So bin ich gestrickt. Nach Widrigkeiten muss ich erst mal kurz in mich gehen. Ist was dabei rausgekommen? Ja, wir wissen jetzt, wer Myers erledigen wollte. Ich glaube, Songbird hat die Sache geplant. Da liegst du richtig. Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe Zufälle als Muster, als Strukturen, die es zu erkennen gilt. Was meinst du damit? SF-1 stürzt ab. Nicht irgendwo, sondern in diesem Bezirk. Beherrscht von jemandem, der angeblich eine mysteriöse Tech in einem Geheimbunker gefunden hat. Der Absturz war ein Insider-Job. Das haben wir von Anfang an geahnt. Jetzt steht es fest. Und wir wissen, Songbird steckt dahinter. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Sobald sie meinte, dass Hansen ein Heilmittel für uns hat, da passten die ganzen Teile auf einmal zusammen. Ja, genau. Sie hat garantiert eine Abmachung mit Hansen getroffen, bevor das alles passierte. Das Leben der Präsidentin für diese Tech. Wenn das stimmt, dann hat Song Hochverrat begangen. Steht mir nicht zu, sie oder ihre Taten zu verurteilen. Ich denke, Somi spielt beide Seiten gegeneinander aus. Sie hat Abmachungen mit Hansen und mit dir. Sie hat Hansen, wo sie ihn haben will. Dann kommst du. Sie bittet dich, über den Relic die Präsidentin zu retten. Das ist ihr Alibi. Du brauchst das Heilmittel so dringend wie sie. Also hilfst du ihr auch, wenn der Plan schief geht. Und jetzt sind wir hier. Ja, und wir eilen Songbird zur Hilfe. Mehrere Schritte vorauszuplanen war schon immer ihr Ding. Aber das Urteilsvermögen ist ihre Achillesferse. Als Schachmeisterin wäre sie bestimmt berühmt für glanzvolle Spielzüge und wunderschöne Niederlagen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie mich weiter anlügt. Sie kommt mir offener vor als am Anfang, aber alles sagt sie mir immer noch nicht. Könntest recht haben. Wachsamkeit schadet nicht. Aber ich kenne Somi gut genug, um zu wissen, dass sie immer fair bleibt. Also, was hältst du von all dem? Ich glaube nicht, dass allein Somi die Schuld trägt. Unter Agenten ist nichts, wie es scheint. Wir müssen weiter Fragen stellen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Weiß ich aus Erfahrung. Das Wichtigste ist, dass ich sie aus dieser beschissenen Lage raushole. Dann sehen wir weiter. Ja. Aber wir sollten sie im Auge behalten. Klar. Bedingungsloses Vertrauen war früher mal. Okay. Zurück zum Thema. Was müssen wir tun, um sie zu retten? Um an die Tech zu kommen, die Songbird und ich brauchen, sollen wir Hansen treffen. Das muss vorbereitet werden. Wir sollen uns nämlich als zwei Runner ausgeben. Dafür müssen wir deren Identitäten klauen, was auch immer das heißt. Persönlichkeitsdiebstahl.
Erinnert mich an eine Mission in Kolumbien. Wer sind die zwei und wo finden wir sie? Song hat mir diesen Splitter gegeben. Die Netrunner sind Bruder und Schwester. Rothaarige Zwillinge. Amüsieren sich hier irgendwo. Okay, wir müssen Datenproben für bestimmtes Verhalten sammeln. Wir suchen die beiden, reden und scannen sie dabei. Alles klar. Glaub ich. Fangen wir gleich an? Da drüben. Wow. Das ging ja richtig schnell, Reed. Sind mir schon vorhin aufgefallen. Sie stechen sogar hier in diesem Gemenge hervor. Roulette für die Zwillinge. Alex, verstanden? Alles klar. Ich bereite die Tech für den Scan vor. Du kennst dich noch nicht aus, aber keine Sorge. Wir machen das zusammen. Jeder von uns scannt einen Zwilling. Alex leitet uns. Wie? Ich übertrage dir Geld aus dem Missionsbudget. Besorg dir Jetons und spiel mit. Aber verzock nicht alles in der ersten Runde. Wir gehen getrennt hin. Und wir kennen uns nicht. Dann mal los. Das Lustige ist, meine lieben Freunde, Roulette ist eine Goldmine dafür. Glücksspiele bringen Freude und Enttäuschung. Ungezügelte Emotionen. Perfekt für den Scan. Das Lustige ist, ich kann kein Roulette an der Stelle. Und ich würde auch natürlich sagen, das Video geht in 47 Minuten. Ich würde sagen, wie es weitergeht, ja, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich will gar nicht so lange auf für Folter spannen. Wir sehen uns tatsächlich in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Denn ich glaube schon, das ist echt schon das Finale.